So, wir drehen jetzt hier gerade für The Voice Senior und dieser Mann hat uns gerade bestohlen. Seine Uhr, das Handy und hast du mir auch schon was geklaut? Nee, also du hast das hier hinten, aber jetzt hast du es gerade in der Hand, da kann man es schwer klauen. Achso, also, aber selbst das hätte er wahrscheinlich geschafft. Müsst ihr mal drauf gucken, das ist ganz geil. Leute, ich gebe ja zu, ich bin großer DJ Bobo-Fan, schon immer gewesen. Wenn DJ Bobo irgendwo läuft, dann raste ich aus und ich tanze und singe. Und hier, das ist er, zusammen mit Anne. Jetzt pass auf. Wir können gar nicht anders. Warte, das ist jetzt gerade mein Traum hier gerade. Ja. Music is what I'm living for. The dance floor like there ain't no more. Yeah. Yeah. Ja, ich bin die Vorband von DJ Bobo gerade gewesen. So haben auch mal die Backstreet Boys gestartet. Und passend dazu heute Abend, we love Backstreet Boys. 15:07, wir freuen uns auf euch. Sag's noch einmal bitte. Toll, dass der René dabei ist. Ja, und jetzt sagst du noch 15:07, wir freuen uns auf euch. Und jetzt sag noch einmal, music is what I'm... Ah ja, music is what I'm living for. Merkt ihr? Da geht's direkt ab. So, heute bin ich in Hamburg. Da ist Mr. Milka Ross Anthony. Mr. Milka ist da. Wirklich schön. Und Leonard. Und Leonard. Wir sind heute kein Team. Nee. Aber wir müssen gleich. Bei gefühlt 0 Grad. Ja, bei gefühlt 0 Grad hier reinspringen in Hamburg. Aber das ist für einen guten Zweck. Los, was? Los. Oh ja, ja. Oh, ja. Ja, das müssen wir gleich auch machen. Also, das wird wunderschön. Aber zumindest das Outfit stimmt. Ich habe mir eine Speedo mitgenommen. Ich dachte, das wäre bei dem Wetter angebracht. Er freut sich schon. Also. So, jetzt hier exklusive Bilder aus der Umkleidekabine der Männer. Leider sind alle angezogen, für die, die sich das jetzt gewünscht haben. Oder vielleicht auch zum Glück. Ja. So, seid ihr bereit? Für die Tore! So, ich bin zurück in Köln. Gestern 12.000 Euro zusammengekommen für die Make-A-Wish Foundation. Super Sache. Jetzt mache ich eine andere gute Sache, nämlich Rudi. Oh, sei mal hier. Wählen. Leute, Europawahl. Wer noch nicht gewählt hat, jetzt hier. Briefwahl, passt letzte Möglichkeit. Rudi, komm her! Was anderes. Was passiert, wenn man in Köln sein Auto im Parkverbot abstellt? Dann wird einfach das gemacht. Es wird einfach eingeschlossen in der Baustelle. So, wir sind gerade in unserem neuen Haus. Rudi, hör auf zu bellen, auch wenn du dich freust. Und Jana sitzt gerade über den Plänen. Und wir gucken gerade mal, wo welche Wand steht. Hast du das alles im Griff, Schatz? Nee, ich habe gerade gemerkt, dass ich... So, jetzt haben wir den Salat. Meine Frau sitzt draußen und ist beleidigt, weil sie sagt, ich hätte das hier nicht genau alles eingetragen, das würde sie durcheinander bringen. Dabei finde ich habe das eigentlich alles ziemlich gut eingetragen. Deshalb baue ich jetzt einfach so, wie ich die Mauern will. Schatz, ich mache das jetzt so, wie ich will.